Das hier ist der neue LG OLED G3, das 4K-Flaggschiff von LG. Und wie der 70% heller wird als ein entsprechender Nicht-OLED Evo TV wie ein B3, das sage ich euch in diesem Video. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Und ja, nicht wundern, dass ich jetzt auf einmal woanders bin. Wir hatten leider nicht mehr Zeit bei dem exklusiven Event von LG. Und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, denn das war ein exklusives Event und da sind wir nur hingekommen, weil wir unter anderem so viele Abonnenten haben. Deswegen ein Dank natürlich an euch alle, die unseren Kanal schon abonniert habt. Und an alle anderen könnt ihr es natürlich auch gleich nachholen. Unterm Video gibt es ja die Buttons für Abo, Glocke und natürlich für jeden, der mag, auch immer gerne der Daumen nach oben. Und keine Angst, ich hatte genug Zeit, um Aufnahmen von dem G3 zu machen und auch vom Z3, vom C3, von zwei neuen Soundbars, vom OLED Flex, der wurde auch noch mal kurz angesprochen, und auch noch von den neuen 240 Hz Gaming Monitoren. Dazu werde ich jetzt zu allem was sagen und wir fangen an mit dem G3. Der LG OLED G3 ist ja vor allem spannend in den Größen 55, 65 und 77 Zoll. Denn laut LG Electronics wird er in diesen Größen 70% mehr Helligkeit haben. Im Vergleich zu einem Nicht-OLED Evo, und damit ist quasi ein OLED B3 gemeint. Und es geht hier nicht um Spitzenhelligkeit, sondern es geht um die Helligkeit von einer vollflächig weißen Fläche auf dem Bildschirm. Wir nennen das Fullscreen White. Das heißt eben, eine der Schwierigkeiten für OLEDs ist ja immer, großflächig helle Sachen anzuzeigen. Und hier ist der G3 eben 70% heller als ein B3. Aber nur in den drei kleineren Größen. In 83 und 97 Zoll sind es nur 30%. Und da können für den einen oder anderen vielleicht eine Glocke klingen, denn das war auch letztes Jahr schon der Fall. Deswegen gehen wir einfach davon aus, dass 83 und 97 Zoll vom Panel her und von der, sag ich mal, Bildschirmqualität ungefähr auf dem sehr ähnlichen Level sind wie der G2 aus dem Vorjahr. Das wirft die Frage natürlich auf, was ist bei den kleineren Größen jetzt anders? Also offiziell hat LG Electronics dazu nichts gesagt. Sie sagen ja immer, jeder kann Panels von LG Display kaufen und daraus dann Fernseher machen. Und LG Electronics hat dann gesagt, und unsere sind mindestens genauso gut wie alle anderen, die dieselben Panels kaufen. Welche Panels sind das jetzt? Also offiziell nicht bestätigt, aber ich denke, sobald wir die im Büro testen können, wird sich das herausstellen, dass es sich um die neue Generation von OLED-Panels von LG Display handelt, die sogenannten Micro-Lens-Array-Technologie nutzen. Kurz MLA. Bestätigt wurde selbe Technologie übrigens schon von Panasonic, als die den neuen MZW 2004 OLED erwähnt haben. Und was heißt das jetzt? Im Detail wird es wahrscheinlich bei LG Display, wo wir natürlich auch noch sind, um Microlens Array gehen. Aber grundsätzlich sind das eben kleine Elemente auf dem Panel, die einerseits dafür sorgen, dass mehr Licht aus dem OLED-Panel herauskommen kann und aber auch gleichzeitig noch, dass es eben einen noch weiteren Betrachtungswinkel gibt. Zusätzlich hat der G3, wie auch alle anderen OLED Evo Modelle, die sogenannte Super Anti-Reflective Coating, die beim OLED Flex letztes Jahr auf der IFA eingeführt wurde. Und natürlich geht es nicht nur um die Bildqualität, die, so viel kann ich ja sagen, beim G3 auf jeden Fall beeindruckend war, soweit man das jetzt von der Präsentation sehen konnte, sondern es geht natürlich auch noch ein paar Neuerungen vom webOS 23. Vor allem geht es da um die Individualisierbarkeit. Ein schönes neues Feature ist da der Personalized Bildmodus, wo man einfach mehrere Steps durchläuft, wo man eben dann zwei Bilder von sechs aussucht, die einem persönlich am besten gefallen. Und daraus wird dann automatisch der persönliche Bildmodus erstellt. Leider ist dieses Feature nicht mit den User-Profilen kombinierbar, also es gibt nur einen persönlichen Bildmodus pro Fernseher, aber selbst das ist ja schon ganz cool. Weiter geht's mit dem LG 8K OLED Z3. Und das ist und bleibt ein tolles Produkt. Wir haben ja gerade erst den Z2 testen können. Und der Z3, der gehört jetzt offiziell auch zu den OLED Evo Modellen. Das heißt, er ist heller als der Z2. Und das hat LG jetzt offiziell bestätigt, er ist gleichzeitig auch noch konform mit den
neuen ab 2023 geltenden EU-Richtlinien. Und das ist der erste Hersteller, der das offiziell für uns bestätigt hat, dass eben ein 8K-Fernseher A heller und gleichzeitig in den neuen Richtlinien konform sein wird. Der LG OLED Evo C3, der hat jetzt nicht wirklich eine neue Panel-Generation oder ähnliches bekommen, aber wird natürlich auch in Nuancen etwas besser sein als sein Vorgänger C2, dem er ansonsten vor allem optisch komplett ähnlich ist. Aber das Neueste ist die Kombination, die Wow Synergy genannt wird, mit einer passenden Soundbar, die man dann als SC-Soundbar erkennen kann. Und die hat mehrere Sachen, die dann zusammenspielen. Die haben natürlich alle tolle neue Namen bekommen. Aber das Erste, was man natürlich hier an den Bildern offensichtlich sieht, ist, dass es die Möglichkeit gibt, eben die Soundbar eben entweder mit einer Halterung, die bei der Soundbar dabei ist, direkt unter dem C3 bei der Wandmontage zu montieren, sodass diese sich sogar auch mitbewegt, falls man den Fernseher eben etwas drehen kann. Oder die es eben auch möglich macht, dass man die Soundbar an den Standfuß mit montiert. Und dabei handelt es sich um eine Soundbar, die quasi mit Subwoofer ein 3.1.3 Soundsystem liefert. Leider wird sie nicht durch Rear Speaker erweiterbar sein, also auch in Zukunft nicht. Ein Update wurde sogar ausgeschlossen, aber man kriegt schon einen deutlich besseren Sound natürlich als aus dem Fernseher selbst. Dazu kommt, dass man jetzt auch bei LG mit dem sogenannten Wow Orchestra die Lautsprecher von Fernseher und Soundbar kombinieren kann, sodass diese eben zusammen einen noch raumfüllenderen Klang erzeugen können. Die zweite Soundbar ist, wenn man so will, eine Weiterentwicklung der LG Eclair. Die hatte nämlich noch einen externen Subwoofer und das hier, die SE6, ist jetzt wirklich eine All-in-One-Lösung, die natürlich nicht so einen ganz so guten Sound liefert, aber man eben wirklich nur dieses eine Gerät unterm Fernseher hat. Den LG OLED Flex Gaming Fernseher, den hat LG ja bereits auf der IFA vorgestellt. Das Neue sind die beiden OLED-Monitore dahinter und diese 240 Hertz OLED-Gaming-Monitore sind jetzt seit ein paar Tagen neu und das Besondere ist nicht nur, dass es sich eben um 240 Hertz OLEDs handelt, sondern auch, dass sie eine noch geringere Response-Time haben. Response-Time darf man nicht verwechseln mit dem Input-Lag, denn die Response-Time ist die Zeit, die eben ein Pixel braucht, die Farbe zu ändern, also dass ein Bild quasi noch schneller aufgebaut werden kann. Bei OLEDs ist sie ohnehin ja schon sehr gering und wird oft mit 0,1 Millisekunden angegeben. Und jetzt bei diesen beiden Gaming-Monitoren spricht LG sogar von 0,03 Millisekunden. Es soll also noch schneller sein. Und es gibt zwei Varianten, einmal die größere Curved-Version und dann noch die kleinere 27 Zoll Flatscreen-Variante. Außerdem hat LG noch zwei neue Signature-OLEDs vorgestellt. Einmal den Wireless OLED der M-Serie, über den wir ja auch schon ein Video gemacht haben. Und auch noch den transparenten OLED, bei dem aber leider noch unklar ist, ob der in Deutschland auf den Markt kommen wird. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was auch die ganzen anderen Hersteller noch zeigen werden. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.